Herzlich willkommen bei Ground & Pound TV. Heute befinden wir uns bei GMC 3 beim Wiegen. Andreas Biegels neben mir, gerade Gewicht gemacht. Ja, erzähl uns, wie es für dich lief. Hattest du Probleme oder lief es einwandfrei? Oh, ich habe das Gewicht diesmal über einen längeren Zeitraum gemacht, also über 2 Monate habe ich 8 Kilo abgenommen und heute eben in der Sauna nochmal 2 Kilo rausgeschwitzt und jetzt habe ich mein Gewicht gehabt und das war eigentlich relativ easy diesmal. Das hört sich gut an. Die Frage für morgen, wie sieht es bei dir normalerweise aus? Wie viel packst du wieder drauf innerhalb von 24 Stunden? Ja, diesmal nicht so viel. Ich denke diesmal auch dann halt diese 2 Kilo, die ich ausgeschwitzt habe, weil, wie gesagt, ich habe vorher eine Diät gemacht und ich habe eine Menge Fett und Muskelmasse auch dann abgenommen. Dein Gegner Marcin Bandl aus Polen, ich sag mal, auf der Waage sah er ready aus. Was weißt du über ihn? Was hast du so allgemein empfunden, als du ihm gegenüberstandst? Und womit rechnest du morgen? Ja, er sah auf jeden Fall tough aus und ich denke, ich habe da einen guten Gegner vor mir stehen und ist auf jeden Fall bis jetzt der beste Gegner, also den ich als schwierigsten Gegner einschätze. Aber ich bin voll gut vorbereitet, ich habe einen super Gameplan und ich denke, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, den Kampf morgen zu gewinnen. Lass uns kurz über Druck sprechen. Gibt es zusätzlichen Druck, weil es eben Title Fight ist und du gerade schon sagst, der schwerste Kampf deiner Karriere wahrscheinlich? Ja, eigentlich kein Druck. Ich will auf jeden Fall diesen Gürtel haben und das motiviert mich eigentlich eher nur. Das hört sich gut an. In diesem Sinne viel Erfolg für morgen. Zuletzt können wir dich natürlich nicht gehen lassen, bevor du uns die Prognose gibst. Wie geht der Kampf morgen aus? Oh, ich gebe keine Prognosen für Kämpfe. Ich will auf jeden Fall gewinnen und mit dem Gürtel nach Hause gehen. Viel Erfolg. Dankeschön.